Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Ja, es halt ein bisschen, weil hier ist einfach noch nicht viel drin. Ich habe euch ja versprochen, ich nehme euch mal mit und zeige euch ein bisschen die Gegend. Und erzähle euch mal, was so in den ersten Tagen hier passiert ist und welche Besonderheiten es gibt bei zum Beispiel dem Anschluss von Elektrogeräten. Also ich habe natürlich hier eine Waschmaschine bestellt und einen Trockner bestellt. Und habe mir so gedacht, ach nee, komm, anschließen brauche ich ja keinen Experten für. Weil ich keinen Experten dafür brauche, haben die das einfach mal geliefert und hingestellt. Und als ich es denn dann anschließen wollte, habe ich festgestellt, es gibt gar keinen Schlauch dabei, weil die liefern einfach immer alles ohne Schlauch. Also zurück zum Best Buy, Schlauch kaufen. Waschmaschinenschläuche, es gibt hier immer zwei, einmal für Heißwasser, einmal für Kaltwasser, die angeschlossen werden müssen. Und ja, das habe ich dann getan. Jetzt läuft die Waschmaschine, läuft schon mal. Der Trockner kam zwei Tage später. Und das war wirklich ein bisschen aufregend, weil der Trockner wird natürlich auch ohne Abluftschlauch geliefert. Also habe ich einen Abluftschlauch bestellt. Und der Abluftschlauch, den konnte ich anschließen. Das war überhaupt gar kein Problem, ganz easy. Und dann wollte ich den Stecker in die Steckdose stecken und habe festgestellt, da ist gar kein Stecker dran. Das ist wirklich irre. Hab also einen Stecker bestellt. Das war natürlich der falsche Stecker. Ich habe noch einen neuen Stecker bestellt. So, und dann ist die Sicherung rausgeflogen. Und die Sicherung habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden, weil im Haus gibt es keine Sicherung für diesen Trockner. Der war nämlich, also die Sicherung ist draußen am Haus, zeige ich euch gleich. Ich nehme euch einmal mit zum Briefkasten, weil ich gucken muss, ob ich Post habe. Und Briefkasten hier in dieser Siedlung heißt, man muss ein bisschen laufen, denn es gibt hier so ein Briefkastenhäuschen. Und in diesem Briefkastenhäuschen ist unser Briefkasten. Da habe ich einen Schlüssel für. Muss also jeden Morgen oder jeden Mittag mal hier hinlaufen und gucken, ob ich Post habe. So, war natürlich nur Werbung drin. Auch das geht hier, ja, so Einwurf, scheiße. Aber eigentlich sollte man da doch mal reingucken, weil da gibt es immer Coupons, also so Rabattcoupons. Und die sind extrem wichtig hier für Walmart, Target und Co., weil man da ordentlich Geld sparen kann. Da mache ich nochmal ein eigenes Video zu. Ja, also Trockner ist angeschlossen, Waschmaschine läuft. Das Haus füllt sich langsam mit Möbeln. Das ist, ja, wird auch Zeit. Es muss ein bisschen gemütlich werden. Ansonsten ist diese Siedlung hier echt schön, wirklich schön. Es macht wirklich Spaß, hier durchzugehen. Es ist alles sehr sauber. Hier gibt es nichts Geschmiertes. Hier liegt nicht ein Fetzen Papier rum. Und jeder hat so seinen Gärtner. Ist das besagte Teil. Also die hängen hier tatsächlich die Sicherungskästen nach außen. Das macht in Deutschland überhaupt gar keinen Sinn. Hier eigentlich auch nicht, aber ist denen auch scheißegal. Und das Ding habe ich wirklich lange gesucht, also bis ich hier die Sicherung gefunden habe für einen Trockner, weil du kommst ja nicht drauf, ne? Das hat außen ist die Sicherung. Naja gut, das Trockner-Dilemma ist geklärt. Ich erzähle auch nie wieder darüber. Trockner und Waschmaschine läuft. So, ich mache es mir mal ein bisschen gemütlich, da kann ich ein bisschen besser mit euch reden. Also, ich muss sagen, zu dem Wetter hier, ne, ich habe gedacht, das ist heiß und wir waren ja auch hier und es war auch wirklich heiß, aber es ist durchaus erträglich. Also, man gewöhnt sich wirklich sehr, sehr schnell dran. Ich sag mal, man steht auf hier mit 31 Grad, manchmal auch mit 26 Grad. Das ist völlig in Ordnung. Lüften ist hier ein bisschen schwierig, weil man lüftet eigentlich nicht in dem Haus, denn die Klimaanlage pöllert 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer durch. Ausmachen sollte man die nicht, wurde uns auch extra gesagt, weil das Anfahren erstens teurer ist und zweitens fängt die an zu tropfen dann.
Das heißt, die Klimaanlage läuft 24/7. Wir haben die jetzt, wenn wir hier sind, auf 78 Grad Fahrenheit. Da sind circa 24, 25 Grad. Das gibt eine hervorragende Raumtemperatur und es ist durchaus kühl, wenn man reinkommt. Gegen Abend schaukelt sich das dann so ein bisschen hoch auf, ich sag mal, 40 Grad. Selten über 40 Grad, aber dadurch, dass immer so ein bisschen Wind dabei ist, ist das wirklich angenehm. Also ich war mit Tina gestern noch hiken. Hier gibt es ganz viele so Hiking-Trails in der Gegend, die wir jetzt nach und nach entdecken. Und das ist wirklich angenehm und schön. Allerdings, das Leben spielt sich hier tatsächlich erst so ab 5, 6 Uhr ab. Da kommen die Texaner raus und bevölkern die Straßen, die Wälder und was auch immer. Ja, ich sitze ja hier in unserem Garten. Ihr seht, es ist noch nichts da, ne? Also noch keine Gartenmöbel, gar nichts. Darum sitzt der Achtermeier hier auf dem Boden. Uns wurde ein bisschen Angst gemacht, dass man immer auf dem Rasen Schuhe anziehen soll, aufgrund der Rattlesnakes, also Klapperschlangen, die es hier durchaus gibt. Wir haben ehrlich gesagt noch nicht eine gesehen. Wir haben auch noch nicht einen Skorpion gesehen. Aber wir hören natürlich von Leuten, die durchaus mal so ein Teil in ihrem Garten haben. Was uns so ein bisschen vorsichtig sein lässt, denn ich habe zu Hause in Deutschland war ich immer barfuß unterwegs. Ja, also Rasen und barfuß war immer super. Hier habe ich tatsächlich immer Schuhe an, wenn ich auf die Wiese gehe, allein weil ich Panik vor diesen Klapperschlangen habe. Ich denke ja immer so, die klappern ja, bevor die einen sehen, aber das ist leider nicht so. Ja, die fühlen sich dann ein bisschen in ihrem Revier angepisst und schnappen dann zu und das ist nicht so gut. Aber Klapperschlangen, Skorpione hin oder her, es ist wunderschön hier. Uns gefällt es wirklich, wirklich gut. Und ich denke, dass wir hier schon sehr schnell heimisch werden. Und das Verrückte ist, dass nach anderthalb Wochen, also anderthalb Wochen, eine Woche und zwei Tage, jetzt wenn ihr das Video seht, vielleicht anderthalb Wochen, können wir uns ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, nach Deutschland zurückzukommen, weil das Lebensgefühl hier doch schon ein anderes ist. Klar, es gibt nicht alles, ist nicht alles Gold, was glänzt hier. Es gibt auch viele Schattenseiten. Ja, das sind zum einen die Supermarktpreise, die wirklich exorbitant hoch sind. Also das Leben hier ist wirklich teuer. Nicht nur in Kalifornien, auch in Texas, obwohl es hier keine Einkommenssteuer gibt. Aber wenn wir einkaufen gehen für ein paar Tage, sind wir selten unter 100, 120 Dollar aus dem Laden. Liegt jetzt auch so ein bisschen daran, dass wir noch nicht nur so die Lebensmittel kennen, noch nicht so die Marken, die Produkte kennen. Wir kaufen einfach jetzt erstmal und probieren vieles aus. Und das mag sicherlich dazu führen, dass wir ein bisschen mehr in die Tasche greifen müssen, als wir das vielleicht in zwei, drei Monaten machen müssen. Aber wir leben uns ganz gut ein. Wir wissen jetzt auch schon ein paar Strecken ohne Navi zu fahren. Ja? Also wie wir zum Target kommen, wie wir zum HEB kommen oder zu Randalls. Das ist schon jetzt alles in Fleisch und Blut übergegangen. Und die Kinder, die sind eigentlich sehr glücklich. Ja? Also die Zimmer stehen auch schon, die sind fast komplett. Es fehlt noch irgendwie ein Schreibtischstuhl. Die sind auch angekommen, die haben noch keine Schule. Die warten noch darauf, dass der erste Schultag anfängt. Das wird so, 11. August ist, glaube ich, so ein Kennenlernen und 15. geht dann die Schule los. Die waren heute in der Fahrschule, wollten sich anmelden, ging leider nicht, weil das nicht ging, sondern weil wir einfach zu blöd waren, auf die Öffnungszeiten zu gucken. Ja, die hatte einfach zu. Das heißt, das passiert dann morgen, dann geht es in die Fahrschule. Die müssen irgendwie so 6 Fahrstunden machen und dann haben die so eine Driving Permit, dürfen also in Begleitung fahren. Ob wir das sein dürfen, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht, weil wir noch nicht ein Jahr einen texanischen Führerschein haben. Aber das ist auch kein Hexenwerk. Ne? Also Führerschein ist nochmal ein Thema für sich. Tina und ich versuchen natürlich, den deutschen Führerschein umzuschreiben auf den texanischen. Wir haben ja 90 Tage Zeit, also jetzt eigentlich nur noch 60 Tage, weil wir ja offiziell schon seit 1. Juli hier wohnen. Beziehungsweise der Mietvertrag läuft schon seit 1. Juli. Wir haben jetzt beim Kraftfahrzeugbundesamt eine englische Bescheinigung angefordert, dass unser Führerschein gültig ist, weil wir noch den deutschen Führerschein haben, wo noch kein Ablaufdatum drin ist. Und die Texaner, es kann sein, dass die denken, wir wissen nicht, ob der gültig ist, weil kein Ablaufdatum da ist. Kann aber auch sein, dass die Person sagt, ist mir völlig egal. Ja, also das hängt wirklich an dem Horst hinter der Theke. Der Theke ist auch gut, klingt wie so ein Kneipenwirt. Hinter dem Schalter, der kann das entscheiden, ob wir einen bekommen oder nicht. Wenn der sagt, geht nicht, ich kann den nicht umschreiben, dann müssen wir einen neuen machen, was jetzt auch kein Hexenwerk ist. Ne? Dann machen wir ein paar Fahrstunden, ich glaube 6 Stück sind das, machen dann die Prüfung, Theorieprüfung und einmal um den Block fahren. Das kriegen wir sicherlich auch sehr schnell geregelt. Ist vielleicht auch meine Erfahrung, ja? So einen Führerschein in einem anderen Land neu zu machen nach, ich glaube, ich habe 30 Jahre Fahrerfahrung. Mal schauen, wie das wird. Die Verkehrsregeln hier, wir haben uns den Test mal angeguckt, sind auch sehr einfach. Also wirklich
den muss man bestehen. Punkt. Ende. So, Driving License, Haken hinter. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das hier so geht. Dann ein bisschen was vielleicht zum Business. Business ist sehr, sehr gut angelaufen. Ja. Also ich habe gerade die ersten Vertriebler eingestellt. Wir haben einen Workshop mit denen gemacht. Die sind wirklich heiß. Und was wirklich cool war, bei jedem zweiten Satz, was sie mir so erzählt haben, habe ich gesagt, boah, das wäre in Deutschland gar nicht möglich. Datenschutz-Grundverordnung. Da gucken die mich immer ganz groß an und sagen, wie, du darfst nicht einfach so und so und so. Ich sage, nee, darfst du nicht. Ja, sagt sie, hier ist das aber durchaus üblich. Ne? Also die sind offen. Die erzählen dir auch die Umsätze am Telefon, weil die stolz darauf sind. Ne? Also jetzt nichts Geheimnistuerei, Datenschutz hin oder her. Die Amerikaner sind einfach offener für Sales-Prozesse. Klar, sagt sie, sind auch viele genervt, die legen dann auch auf, gibt's auch, ne? Aber dass man jetzt da so auf Datensicherheit, Datenschutz oder einen Grund haben muss, da anzurufen, das ist hier nicht so. Ich bin gespannt, was das Team da reißt. Der Sales-Prozess steht auf jeden Fall. Next ist jetzt der operative Background, den baue ich gerade auf. Ja, da sind auch die ersten Mitarbeitergespräche, die ich führe, sodass wir denken, dass wir im August schon die ersten Umsätze generieren und die auch abarbeiten können. Ja, das läuft eigentlich sehr gut an. Ansonsten gibt es jetzt erstmal nicht viel Neues zu erzählen. Was ich demnächst mache, wenn das Haus eingerichtet ist, mache ich mit euch auch gerne eine Roomtour. Ich gehe mit euch mal durch Austin, durch die Stadt. Ich gehe auch mal durch die Siedlung, wenn ihr wollt. Wobei ich finde, das ist ein bisschen langweilig. Ne? Also einfach Handy laufen lassen und Häuser und eine Straße filmen ist vielleicht nicht so gehaltvoll. Ja, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendeinen Wunsch habt an Videos, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich finde es echt super, dass, also ich kenne euch ja nicht, ne? Ich kenne euch ja nur von den Kommentaren. Und ich finde, wir haben hier was aufgebaut, was so ein ganz eigenartige, coole Vibe sind. Ja, also ich habe immer das Gefühl, ihr seid live dabei. Ich habe hier so ein paar Kollegen und Best Buddies gefunden, die ich immer mitnehmen kann. Das vereinfacht auch meine Videoaufnahme, weil ich bin ja nun wirklich kein professioneller YouTuber und auch kein professioneller Schauspieler oder was auch immer, sondern ich mache das, weil es mir wirklich Spaß macht und weil ich Bock darauf habe, euch zu zeigen, wie das hier ist und weil ich es einfach auch so geil finde hier. Das ist einfach super. Also, die nächsten Videos kommen bestimmt. Folgt mir, klickt irgendeinen Button auf YouTube, was man da so macht, damit ihr auch informiert bleibt. Und wir sehen uns auf jeden Fall sehr, sehr bald wieder. Howdy!